Und es zuppelt. Und da geht schon wieder einer unter. Und gehakt. Jawolski. Alter, gerade erst den einen kleinen Fisch gezogen. Und jetzt geht's direkt weiter. Mit den nächsten kleinen Fischen. Raus mit den Ruten. Zack. Direkt mal testen hier. Schön auf Pose. Ich bin hier im Mikro wieder unterwegs. Super kleine Ruten, die winzig klein, fast nichts kostenden Startruten hier. Diese Mini-Bollos. Super billig. Wenig Tragfähigkeit. Und genau das Richtige fürs Angeln auf diese kleinen Viecher. Jetzt gucken wir, da vorne zuppelt's. Ich habe hier die ganz kleinen Federkiele dran, die man aus dem Ersatzset hat. Und ja, mit diesem Basic Setup gehe ich jetzt hier ran. Ich gehe natürlich gleich nochmal ein bisschen ins Detail. Und gucken wir mal, ob wir hier so ein paar feiste Zwergmarähen rankriegen. Die rechte, die ist schon ganz wieder untergegangen. Die Schnur, die Rute, beziehungsweise die Pose ist untergegangen. Zack. Und gehakt, jawohl. Aber, oh doch, sehr, sehr klein. Ei, ei, ei. Na, wo ist er hin? Ha, Zwergmarine. Sehr, sehr klein. Ich teste gerade noch ein bisschen die Größen. Hier hatten wir jetzt gerade mal einen... Ich gehe mal mit einem 12er-Haken dran. 12er... Oh, die eine ist auch wieder weg. 12er-Haken. Ist aber nicht gehakt. Und dann testen wir hier einfach mal so ein bisschen die Größen. Welche... Das werfe ich mal so ein bisschen mehr hier so rüber. Welche Haken bringt's denn? Guck mal, da ist die Pose die ganze Zeit unten und kommt auch gar nicht erst wieder hoch. Das ist natürlich auch schlecht. Ich werfe da mal ein bisschen mehr in die Richtung. Ich komme immer mehr ans Ufer da vorne. So. Also, drei Posen draußen. Sag mal, ist die zu schwer oder was? Auf eins. Ja, und gehakt. Ist die zu schwer, dass die immer so schnell untergeht? Muss ich mir gleich mal angucken. Zack, nächste Zwergmarine. Auch hier gerade nochmal eben ändern. Ne, hier ist ein 15er Haken. Das passt eigentlich. Den halte ich erstmal noch drauf. 15er Haken ist ganz okay. Hier ist auch was dran. Hat auch gehakt. Auf dem 12er Haken. Und da auf der 3, die ich gerade nur so 100 Gramm immerhin. Vielleicht sollte ich gleich mal ich mache einfach mal den Bügel zu. Da zuppelt es auch schon. Und dann gucken wir, geht dran. Die wollen, Alter. Die versuchen wir natürlich auch direkt ranzukriegen hier. Also, schön auf Zwergmarine. Auch die kleinen Fische kann man mal mitnehmen. Und ich gehe ja gerne auf die kleinen Fische. Also von daher einfach mal gucken, was die denn so können. Und wenn man mit den kleinen Fischen schnell vielleicht sogar seine nächste Trophy abhaken kann, ist das doch super. Und ihr seht, es zuppelt. Auf der 2, auf der 3 jetzt hier. Und gehakt. Habt ihr das? Das ist noch ein bisschen Soundbug. Es sind Soundbugs drin. Gerade beim in die Bremse gehen, da war schon wieder ein Soundbug. Guck mal, das stimmt doch was nicht. Ne, das klappt so nicht. Doch, hier hat's gehakt. Ich werde das... Guck mal, doch, der ist doch gehakt jetzt da. Der ist doch gehakt. Also, ich kriege hier so die 170 Grammer gerade dran. Ne, ist nicht gehakt. Das ist nicht cool. Also, dann lassen wir es lieber offen. Ich bin hier auf 1,50 Meter Tiefe, so ganz entspannt. Erstmal 1,50 Meter und dann rein damit. Und dann gucken wir auch einfach. Man sieht es ja hier, ist halt so geil klares Gewässer, ne? Du siehst einfach sofort, wo steht der Köder. Da ist schon wieder einer dran, da zuppelt doch einer. Können wir also gleich, wenn das Viech abzieht, man sieht auch die Bleie und alles, mega gut, ey. Können wir gleich direkt
können wir gleich direkt anschlagen, wenn er abzieht. Wenn er denn abzieht. Ich glaube, der frisst erstmal schön hier an meinem Köder rum, Alden. Was ist denn mit dir? Ich meine, in der Zwischenzeit gehen wahrscheinlich die anderen auch schon unter. Da noch nicht. Hier immer noch dran. Und da hinten ist nichts. Doch, doch, doch. Oh, guck mal, das ist aber ein dicker Brocken. Oha. Oha, oha. Hoffentlich bleibt er dran, ey. Hoffentlich bleibt er dran. Der soll jetzt mal abziehen. Ich will anschlagen. Ich meine, die Pose ist schon untergegangen. Weil das Wasser so klar ist. Sie verscheucht, oder? Naja, verscheucht. Ach, schade, ey. Ich werfe mal ein bisschen weiter aus hier. Der sah aber schon mal nicht schlecht aus. So, jetzt muss ich gerade noch mal gucken. Irgendwas stimmte doch hier mit der... War das denn so richtig? Auch hier wieder ein bisschen unterschiedliche Schnüre verwendet. Ihr seht hier diese grünliche, das ist dieses Vorfachsmaterial wieder. Immer mal wieder testen, diese Vorfachsmaterialien, wie die wirken. Kannst du halt nicht ausdenken. Ausgeworfen und sofort ein Fisch dran. Kannst du halt wirklich nicht ausdenken. Was ist denn da los, Alter? Gerade im Auswerfen fängt es schon an zu zucken. Also, was schon mal schön ist, der Fisch ist da und der Fisch ist auch in der Nacht da. Ganz wichtig. Jetzt ist natürlich bloß die große Frage. Ich habe die Pose umkippen sehen. Im Augenwinkel. Jetzt ist natürlich bloß die große Frage. Hebebiss von der Güster, klassisch. Auf die drei. Nicht gehakt. Wieder nicht gehakt. Verdorrig, ey. Vielleicht sollte ich doch gleich mal die Rollen wechseln, dass ich ein bisschen mehr Power habe beim Anschlagen. Oder ein bisschen schneller Kurbel. Ich bin halt hier echt, also wir können mal eben hier reingucken ins Setup. Das ist halt wirklich Basic Deluxe, ne? Also komplett Basic. Winzig, aber trotz allem, diese Bollos, wenn ihr Posenangeln pushen wollt, mega. Weil, nicht wie bei der Stippe, irgendwas Dickes ist da dran und ihr werdet leer oder es reißt euch die Schnur oder sowas. Nee, hier kann man auch selbst mit diesem winzigen Setup richtig geil in den Drill reingehen und auch ein paar dicke Brocken ziehen. Also, lübt. Je nachdem, wie viel Schnur ihr halt drauf habt. Ne? Ich habe hier auch eine Micro-Braid, allerdings nicht die kleinste, sondern die mit 0,06 mm drauf. 12er Haken, Eintagsfliege. Irgendwie so in diesem Bereich. Ich glaube, hier hakt es einfach nicht. Ich glaube, dass das mit dieser super dünnen Schnur einfach sehr gut funktioniert. Sollte man, glaube ich, mal wirklich mal testen, wenn man da Bock hat auf diese kleinen Brocken. Jawohl, lübt hier. Zwergmarine wieder. Der Punkt ist natürlich, es ist relativ teuer, diese Schnur. Man hat auch nur 100 Meter drauf. Das heißt, manchmal macht es da vielleicht Sinn, das als Vorfach zu nehmen. Und dann lieber ein bisschen mehr Hauptschnur und dann das ganz dünne Vorfach mit 2,8 Kilo einfach auch zu verwenden. So, jetzt mache ich das mal hier vorne eher. Ich angle mal jetzt hier sehr nah. Dann sieht man auch noch alles. Ist vielleicht ein bisschen angenehmer. Zack, da sieht man einen anschießen. Hinten auf A3 kann man sich schön drauf vorbereiten. Mega gut. Ich finde es gerade jetzt hier in der Nacht sehr, sehr schick gemacht. Diese unterschiedlichen Farben hier im Wasser, dieser Verlauf, sehr, sehr, sehr cool. Und natürlich gerade hier am Koori, wenn man sieht, wie die Fische hier ankommen mit diesem mega klaren Wasser, macht es natürlich nochmal mehr Spaß, hier so rumzustehen und zu angeln. Gerade auch auf Pose macht das hier richtig Bock. Hoffen wir mal auf ein paar dicke Brocken noch. Ich gehe gleich mal mit deutlich größeren Haken rein. Ich meine, dass ich die Zwergmarine ja auch regelmäßig auf komplett übertrieben großen Haken hatte. Was nehmen wir denn mal? 6er Haken? 12er war ich jetzt zuletzt. Ich kann ja mal
Komm, ich nehme mal einen 6er Haken, Alter. 6er Haken. So, und dann gib ihm. Einfach übertrieben. Ich könnte auch einen 1er nehmen. So, auf die Art. Einfach mal gucken, was, zack, auf der Mitte hier. Auf der Mitte kommt der nächste an. Schon mal ein bisschen Schnur ranziehen, damit ich gleich schneller haken kann. So. Das ist richtig geil. Das ist wie Angeln im Aquarium, Alter. Das ist anders wild. Mega, ey. Und dann einfach gucken, wenn er abzieht. Da kommt noch einer. Zack, Alter, auf den großen. Ich sage dir, auf dem 6er Haken. Da. Da, Soundbug. Übelster Soundbug. Was ist denn da los, Herr RF4? 400er war das gerade. 430er Zwergmaräne. Schöner Brocken. Und nicht gehakt. Verdorrig. So, den ziehen wir hier mal ein bisschen näher. Bügel wieder auf, damit man beim Aufheben nicht diesen Flip hier macht. Genau. Und dann warten. Habe ich nicht noch irgendwo rumliegen? Ich habe doch bestimmt noch irgendwo Microbraid, diese ganz dünne rumliegen. Hier, 2,85 Meter. Tauschen wir mal eben aus, hier rechts außen. Das tauschen wir mal eben. Auf Microbraid mit einer Stärke von 0,04. Hier ist sie, 2,8 Kilo Tragfähigkeit. 12er Haken gehen wir auch dicker ran. Wir nehmen jetzt hier... ich habe Angst, dass da ein Riesenfisch dran geht. Wir nehmen jetzt hier einen 1er Haken groß. Übertrieben? Ja, übertrieben. Bremse runter. 1er Haken groß auf Zwergmaräne. Was ist hier los? Okay, es kommt wieder hoch, das Ding. So. Schön einheitlich. Das ist doch geil, Alter. Richtig nice. Schön auf Pose, auf die kleinen Fischis mit viel zu großen Haken. Und dann hoffen wir einfach mal, dass hier sowas wie eine Trophy reinballert allen. Wäre doch nicht so schlecht. Oder es geht halt gar nichts. Oder es geht halt gar nichts. Ne? Und das Schöne ist halt, wie gesagt, Angeln auf Sicht. Also, gucken wir mal, ob hier was geht. Ich teste erstmal ein bisschen. Also, bisher ist es so, dass die hier vorne nicht ganz so gut gehen. Zack, 200 Gramm. Oh, direkt auf die 3. Ah. Und ich auch immer wieder Probleme habe beim Anschlagen. Ich werde es hier nochmal probieren, ob ich mit einer etwas besseren Rolle hier ein bisschen mehr Spin reinkriege, ein bisschen mehr Power reinkriege. Bisschen runterdrehen, so, weil das einfach gerade ein bisschen auch noch nicht gehakt. Das Haken ist tatsächlich gerade ein bisschen das Hauptproblem. Vielleicht ist es tatsächlich mit der Stippe und einer dann in der Hand und dann gib ihm mit einer Stippe vielleicht ein bisschen angenehmer oder mit einer etwas besseren Route dann vielleicht doch noch angenehmer, dass da ein bisschen mehr Power ist. Zack, gerade instant wieder und gehakt, okay. Man muss hier doch deutlich härter anschlagen. Oha, der hat aber auch direkt Bock gehabt. Komm mal ran hier. Die Zwergmaränen, ihr Lümmels. Die Zwergmaränen, ich will noch die Trophy haben. Ich meine, ich hab sie ja an dem Gewässer schon. Aber wenn man hier so eine Stelle hat, wo man hier regelmäßig die Dinger rausziehen kann, wie letztens eben bei den Sumpfelritzen, dann muss man es ausprobieren. Und ich merke auch deutlich gerade nochmal einen Unterschied von der Tageszeit oder von der Nachtzeit. Ich hatte jetzt gerade hier am Morgen, beziehungsweise in der Nacht bis zum Morgen her, deutlich weniger Bisse. War allerdings auch ziemlich ufernah unterwegs. Jetzt gehen wir mal hier drauf, das zuppelt noch schön. Und dann einfach mal, oder vielleicht einfach mal nur mit Zweien hier rumhantieren und die dafür dann einfach ein bisschen besser im Blick behalten. Ich vermute einfach, da zack, siehst du, dann funktioniert es auch viel besser. Ich vermute einfach, dass mir der ein oder andere einfach auch schon gute Fisch auch einfach schon abhanden gekommen ist.
155. So, vor allem ist dann dieses Testen halt ein bisschen schwierig, ne? 12er Haken jetzt. Ja, was mich natürlich sehr interessiert, ist der 1-0er, der 1er Haken rechts außen. Doch noch gehakt hier. Auch der hat hier schon wieder schön Speck an den Rippen für so einen kleinen Fisch. Zack, 216. Und ich glaube, es zuppelt weiter. Man sieht das auch so schlecht, ne? Durch dieses Geflackere und Geflimmere jetzt an der Oberfläche. Nicht gehakt wieder, okay. Hier ist der 1er Haken drauf. Also mega übertrieben. Aber bisher noch nicht einmal. Bisher noch nicht einmal ein viel zu großer Fisch oder sowas. Zur Not müsste man den halt übelst irgendwie zur Seite lenken, hier links ranlenken, dass man den an die Steine hier links drillt. Zack, Instant Biss. Schneller Biss, vielleicht ist das mal was anderes. Bremse nochmal, nee, auch da Zwergmaräne. 190er, schönes Gewicht. So. Auch wieder nicht gehakt. Ich lasse die jetzt mal da draußen. Bügel wieder auf. Gar nicht erst wieder weit auswerfen. Das Ganze hin und her gekurbelt. Zack, nicht gehakt. Stehen lassen. Da kommt schon der nächste. Und es zuppelt tatsächlich auch schon wieder. Eins oder zwei. Beide am Zuppeln. Und gehakt. Sehr schön. Also, schön zum Pushen von den Posenfähigkeiten. Absolut guter Spot. Ihr seht, mit zig verschiedenen Haken. Hier, zack, wieder gleiche Situation. Nicht gehakt, einfach im Wasser lassen. Hier jetzt der nächste, auch nicht gehakt. Einfach im Wasser lassen, Bügel wieder auf. Und ich werfe hier momentan maximal aus. Es ist eh nicht so weit mit diesen ganz leichten... Und da zuppelt weiter, ey. Jetzt ist er dran. Der hat sich gar nicht richtig verscheuchen lassen. Vom Fehlschlag. Oder es ist direkt der nächste gekommen, hat sich gefreut. Sehr schön. 100 Gramm. Aber ich will immer noch die deutlich größeren. Ich meine, es ist ja schön, dass die hier so reinballern. Nicht gehakt. Abstellen, aufmachen. Next. Auf A3 geht's weiter. Aber ich will eben auch die richtig fetten Brocken. Ich glaube, ich teste gleich mal. Oh, in der Mitte. Ganz dolle Zuckler. Ganz dolle Schläge nach unten von der Pose. Na? Jetzt bin ich ja gespannt, ob das... Ist das was anderes? Oh, auf der 1. Oh, nee, kann ich jetzt nicht. Beide. Wenn ich abstelle, geht er unter. Dann verpasse ich gleich alle... Siehste, verpasse ich alle drei Fische. Ach, Posenangeln ist auch manchmal gemein, oder? Auf dem Match hatte ich gerade noch überlegt. Vielleicht könnte man auch einfach mal wieder viel zu fetten Match probieren. Ich glaube, das machen wir mal. Guck mal da, auf der 1. Alter, die sind so wild, die Fische. Alter, jetzt ist aber irgendwas dran, was nicht da dran gehört. Er kam schon irgendwie so an die Oberfläche. Ei, 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 ei. Sofort hier nach rechts ziehen, damit er nach links abhaut. Ich habe hier nicht so viel Meter Schnur drauf. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Und ich sehe noch nicht mal, wie viel Meter Schnur ich habe. Ei, ei, ei. Was haben wir denn da dran? Komm, 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 komm. Komm. Nee, 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 nee. Da, 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 Alter, eine Mini-Sefo, wa? Oh, komm ran hier. Wo ist der Brocken? Alter, 1,3 Kilo Sefo. Hui. Gefährlich. Gefährlich, der Brocken. Den wollen wir nicht, ey. Werf mal lieber hier so ufernah wieder hin. Katastrophe, Alter. Alter, das ballert natürlich dann rein. Ach.
Das passiert doch nicht sowas. So. Die 2 und die 3 bleiben jetzt mal da. Nee, die 1 und die 3. Und die... Ja, die teste ich nochmal weiter. Ihr Lümmels, ich mach mal weiter. Hier sind schon einige reingeballert. Viele maßige mit dabei. Aber da muss noch ein bisschen weiter rumgesucht werden. Die Trophy, die muss ich ja finden lassen. Also, Petri, ihr Lümmels, rein da mit den Posen. Schön Poseskillen hier. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin.